Willkommen zurück zu Angezockt Frostpunk hier bei Pyrox Games. Wir haben beim letzten Mal ja unsere Nahrungsversorgung richtig, man könnte sagen, fertiggestellt, zufriedenstellend fertiggestellt. Also unsere Jäger gehen jetzt jede Nacht ordentlich auf Jagd. Wir haben jetzt 3 Jagdhütten hier und tatsächlich muss ich dazu sagen, ich habe jetzt glaube ich mittlerweile auch rausgekriegt, warum das überhaupt Sinn macht, dass die Jagdhütten nachts unterwegs sind. Ja, also von 18 bis 6 Uhr ist, obwohl das ja normalerweise Arbeitszeit ja von 6 bis 8 ist, also oder von 8 bis 18 Uhr, ist ja klar, weil die Speisekammer kann ja nur dann arbeiten, wenn sie Waren hat. Also wenn die jetzt noch drauf warten müsste, dann den ganzen Tag über, das wäre ja total. Also es macht ja Sinn, in der Nacht zu jagen, damit tagsüber Mahlzeiten hergestellt werden können. Irgendwie klar, oder? Also wieder ein weiteres Mysterium sozusagen gelöst. Also ich würde das aus rein logischen Gründen so machen. Vielleicht seht ihr das anders. Aber wir haben ja auch beim letzten Mal hier unseren Speertrupp losgeschickt und der ist in der düsteren Höhle angekommen. Und ich würde sagen, wir erforschen diese Höhle jetzt mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Also wir sehen auch schon, es könnten Überlebende dabei rauskommen. Wir erforschen mal die Höhle und wir gucken mal. Bestienheimsuchungen. Wir können aus der Höhle ein wenig weiter oben auf dem Hügel schreckliche Schreie vernehmen. Als wir die Höhle erreichen, sehen wir uns einigen Polarbären gegenüber, die uns den Weg versperren. Im Innern befinden sich einige wenige Überlebende, die einer nach dem anderen von diesen Bestien bearbeitet werden. Okay. So, die Menschen in der Höhle werden weiterleben. Sollten die Späher ebenfalls überleben, werden sie zu unserer Stadt eskortieren. Achso, wir können jetzt die Bären angreifen oder die Bären in Ruhe lassen. Wir versuchen einfach mal, die Bären anzugreifen. Gucken, was passiert. Wir mussten den Überlebenden helfen. Als unsere Späher die Bären angriffen, schlossen sich die Leute in der Höhle. 4 Kinder, 19 Ingenieure und 12 Arbeiter ihnen an. Gemeinsam konnten sie die Bestien verjagen, dann sind sie alle zu unserer Stadt aufgebrochen. Okay. Das heißt also, die Herren und Damen sind auf dem Weg zu unserer Stadt. Das heißt, achso, die eskortieren sie schon. Wie lange brauchen die? 9,5 Stunden. Das heißt also, wir müssen jetzt mal gucken, 9,5 Stunden müssen wir uns vorbereiten auf die Ankunft von 31 Flüchtlingen und ein paar Kindern. Das heißt, da muss ich jetzt mal tatsächlich mal gucken. Hier irgendwo haben wir doch hier unser Pflegeheim. Unsere Kinder, nicht im Kinderheim befindliche Kinder. Hier. Achso, dem Gesetz nach helfen Kinder, die im Kinderheim untergebracht. Okay. Okay, ja, also anscheinend, ich weiß jetzt gerade nicht, wo da Kind zu Hause. Aha. Okay, also Kinder gehen zu... Naja gut, okay, ich muss es jetzt nicht verstehen, aber ich baue jetzt einfach nochmal ein paar Zelte, weil offensichtlich kommen da ja jetzt ein paar Flüchtlinge oder ein paar Gerettete. Und ja, das heißt, die müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie unterbringen. Ja, da würde ich sagen, wo bauen wir das denn nochmal hin? Da und da ist natürlich keine Straße, aber das macht nichts. Wir bauen einfach noch hier noch eine Straße rüber. So. Ja, ich glaube, das ist okay. Passt. So, das hat sich also auch auf jeden Fall gelohnt. 7,5 Stunden dauert es noch. 9 Kranke haben wir zurzeit. Ich hoffe ja, dass unsere Forschung da demnächst uns Früchte trägt und wir mit unseren Sanitätsstationen da noch ein bisschen mehr Leute retten können. Aber das bedeutet, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, das müssen wir dann auch tatsächlich machen. Wir bekommen neue Leute. Also wir müssen tatsächlich auch noch einen neuen Jäger auch noch platzieren. Weil sonst haben wir nicht genug Happa-Happ. Das wäre nicht so. Aber wir haben ja auch beim letzten Mal auch hier das Kohlevorkommen, den Kohlegenerator hier geforscht. Das heißt, den können wir jetzt mal bauen. Jetzt muss ich mal überlegen, wo wir das am geschicktesten machen, damit wir hier... Warte mal, guck mal, das machen wir hier hinten.
weil, und das hat jetzt einen Grund, weil hier hinten sind schon, weil ist schon was zum Sammeln. Und dann können wir da nämlich eine Sammelstelle einrichten. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie hier gescheit hinbekomme. So. So, mit einer Straße verbinden wir das. Hier haben wir schon eine. So. Und dann machen wir das so. Und dann gucke ich mal, irgendwo hatte ich doch hier noch eine, würde ich sagen, eine Sammelstelle. Die können wir hier hinten hinbauen. So. Wobei, warte mal, wir warten einfach mal, bis das hier fertig ist. Und dann gucken wir mal weiter. Dann überlegen wir das noch. So. Die Arbeitszeit hat gerade erst angefangen und schon ist hier geschäftiges Werkeln da. Die Jäger kehren auch zurück, das ist sehr gut. Und auch hier kehren sie von zwei Seiten. Oh, von drei Seiten sogar. Oha. Was ich übrigens, by the way, ziemlich geil finde, ist gerade hier, dass da, wo wir aus Versehen diese Kohle sammeln, oder aus Versehen, wo wir die quasi fälschlicherweise platziert hatten, wo das gerade noch so ein bisschen erdig war, ist sofort wieder zugefroren und zugeschneit. Es gibt natürlich dem, ich nenne es mal Realismusgrad, ein vollkommen anderes Bild. Also das finde ich tatsächlich extrem gut. So, wir können jetzt Technologien der Stufe 1 erforschen. Sehr schön. Speer, Einheit Nummer 1, sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Du kannst die Speergruppe bei der Signal... Oh, ja, ja. Wir schicken die direkt gleich mal wieder los. Und zwar in den... Ja, wir wollen ja eine andere Siedlung finden. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier... Ich vermute mal, dass das das ist. Deswegen gehen wir jetzt mal in den Richtung robusten Schutzraum. So, und haben neue Leute dabei. Arbeitslos... Selbstverständlich einige Leute arbeitslos jetzt hier. So, und dann gucken wir mal, welche Technologie wir jetzt erforschen. Haben wir die jetzt auf allen Ebenen? Ja, sehr schön. Was brauchen wir hier für die Zeichenmaschinen? Brauchen wir Stahl. Das heißt also, was können wir hier? Mauerbohrer. Bohrt in die Wände unseres Kraters und legt Bäume frei, die einst einen Wald bildeten, bevor das Eis sie umschloss. Liefert bis zu 160 Holz pro Standardarbeitstag. Heide Witzka, also aber ganz schön ordentliches Ding. Und so, was haben wir jetzt hier eigentlich? Treibhaus. Ermöglicht den Bau von Treibhäusern. Hier können robuste Pflanzen angebaut werden, die bis zu 30 Rohnahrung pro Tag erzeugen. Oh, das ist ja geil. Braucht aber auch einen Dampfkern. Okay, was haben wir hier? Die Kranken werden 10% schneller geheilt und eine wetterfestere Unterkunft. Das finde ich auch gut. Aber wir brauchen dafür auch auf jeden Fall Stahl. Das heißt, ja, da brauchen wir hier einfach nochmal ein Stahlwerk als erstes, damit wir das auch haben. So, jetzt gucken wir mal, was das hier mit dem Bauen. Jibbit. Wir haben momentan, glaube ich, ein paar Obdachlose. Glaube ich. Schätze ich mal. Hier ist kalt. Das weiß ich. Einwohner. Keine Bewohner. Haben wir sie doch tatsächlich alle untergebracht bekommen. Das ist doch gut. Hätte ich mir das mit dem Haus vielleicht sogar sparen können. Weiß ich nicht. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir hier jetzt mal die Hütte voll kriegen. Wir kriegen jetzt mal die Hütte voll. Und, oh, warte mal. Oh, 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 oh. Holz, Holz. Stahl. Kohle. Da, Kohle vorkommen. Wir müssen definitiv irgendwo noch Kohle abbauen. So, warte mal. Arbeiter. Ja gut, hilft ja nichts. Wir setzen jetzt einfach mal alles ein, was wir hier haben, weil... Wir brauchen Kohle. Ich habe gerade keine Kohle mehr abgebaut, ne? Ein ziemlich übler Fauxpas meinerseits. Das heißt, in 12 Stunden, dann ist es 6 Uhr, dann geht der Generator aus. Das ist schlecht. Ganz, ganz schlecht. Uiuiuiui. Das ist schlecht. Verbrauch. Ja, wir generieren deutlich
mehr als das, was wir bekommen. Schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Da habe ich ein kleines bisschen... so ein bisschen verpeilt jetzt. Das wird uns gleich auf die Füße fallen. Was haben wir hier? Straßen, Kohlegenerator. Achso, Kohlegeneratoren spülen Kohle aus Rissen im Gestein. Ja. Und dann, genau, dann kommen dann die Sammelstellen drumherum. Genau. So war der Plan sozusagen. Da gucken wir mal. Jetzt endlich auch noch welche in den... Guck mal hier, die Jagdhütten, die haben sich miteinander verbunden. Ja, ja geil. Guck, da haben sie so ein kleines Jagdlager sich gebildet. Das finde ich auch schön. Ja, aber leider wird es gleich ziemlich düster werden. Richtig. Kann ich die jetzt nicht... Ich hatte doch mal so ein Gesetz, ne? Wo ich die dann einfach hinschicken konnte. Das Gesetz müsste ich jetzt erlassen, aber das... Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich warte jetzt einfach mal, was hier jetzt gleich passiert. Und dann schauen wir einfach mal. Jetzt gleich geht's aus und dann ist alles weg. Eieieiei. Drei fehlende Krankenhaus. Dachte ich mir schon fast. Jetzt gleich wird es Puff machen. 3, 2, 1. Okay. Alles out of order hier. Alles außer Betrieb. Es ist kalt. Nix. Der Generator fährt herunter. Aha, guck mal hier, nicht genug Kohle. Siehst du mal. Das wäre doch mal was hier. Was haben wir hier? Wärmesicht. Achso, das können wir noch nicht machen. Overdrive. Tja, gut, er fährt runter. Das ist immerhin schon mal nicht so schlimm. Es wird etwas wärmer. Können wir uns vielleicht gerade noch so retten hier. So. Bleibt mal wieder hochfahren, das Ding. Das war jetzt schon ziemlich grenzwertig. Eiderdaus. Knapp. Aber gerade noch so gerettet. So, dann können wir jetzt hier mal eine Sammelstelle einrichten. So, jetzt müssen wir hier 5 da abziehen. Die 5 ziehen wir hier ab. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier mal die Ingenieure, auch wenn es jetzt Ingenieure sind, quasi einmal hier hinschicken. Und dann gucken wir mal, wo das rauskommt. Da müsste ich jetzt hier wahrscheinlich auch passend eine Sammelstelle dazu bauen. Gucken wir hier mal. Achso, das kann ich ja. Das habe ich gerade auch festgestellt. Das kann ich ja so machen. Hack. So geht das. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich neugierig bin. Wir haben 23 Kranke. Ja, ist bei den Witterungsbedingungen ist es kein Wunder. Stahlwerk erforscht. Sehr schön. Baue Stahlwerke, um mit der Stahlproduktion zu beginnen. Das können wir gerne tun. Hier können wir jetzt mal. Oh, alter Schwede. Das ist auch ein großes Teil hier. Grenzt nicht an Straße. Platzierung an diesem Ort nicht möglich. So, ach, das muss ich jetzt. Das muss ich hier hinten hinbauen. Crazy. So, weil das hier hinten ein Eisenerz vorkommen ist. Ah. Jetzt macht es Sinn. Es macht Sinn. Aber okay, wir... Achso, ja, Forschung. Können wir gleich mal die nächste noch anbauen. Und dann gucke ich mal, was unsere
Jungs da so gefunden haben. Aber vorher... ich glaube... Was können wir denn hier? Generator Reichweite. Guck mal. Doppelter Verbrauch. Oh, das ist nicht so gut. Aber... Warte mal, ich mache jetzt erstmal hier Aufrüstung. Ich mache erstmal die Aufrüstung. Pass auf, Sanitäter sind gut. Sanitäter aufrüsten ist immer gut. Und dann bauen wir da hinten. Bauen wir jetzt mal so ein Stahlwerk. Zack, 25 Holz läuft. Und bauen dann eine Straße dazu. Und zwar diese hier. Zack, 14 Holz. Na gut, dann bauen sie ein bisschen. Und wir gucken uns mal an, was wir da jetzt finden. Funktionsfähig, aber benötigt Rohnahrung. Achso, ich habe gar keine Nahrung mehr. Ja gut, das macht nichts. Das ist nicht so schlimm. Ist okay. Die Kranken werden behandelt. Es gibt die Hungrigen. Das ist auch total geil, ne? Alles zu futtern, aber sie sind hungrig. Verstehe ich nicht. Wie das sein kann. Ruht sich nach der Jagd aus. Achso, das sind die Jäger. Na gut. Denn, so gucken wir mal, was wir jetzt hier finden. Oh, der Schutzraum besitzt genügend Vorräte und hält selbst im schützt durch ein fortschrittliches Dampferhitzungssystem vor der Kälte. Such könnte folgendes liefern. Essensration, Holz und Dampfkerne. So, so, das ist doch mal gut. Der Unterschlupf ist komfortabel und mit Notfallverpflegung ausgestattet. Neben der schweren, runden Tür befindet sich eine Nachricht an alle Wissenschaftler. Wenn ihr irgendwelche Verpflegungen benutzt, vergesst nicht, den Quartiermeister bei eurer Rückkehr zur Stadt zu informieren. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. In der Nähe des Weges befindet sich ein Schild, das in zwei Richtungen zeigt. London, 1934 Meilen, nach Hause 27 Meilen. Okay. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal die Rohstoffe, futtern und einen Dampfkern. Dampfkern ist immer gut. Und wir schicken die mal zur Stahlbrücke. Das scheint ja das nächste Ziel zu sein. Also es gibt erste Signale und wir gucken mal. Achso, ja, jetzt hätte ich die natürlich zurückschicken können. Das wäre jetzt natürlich wahrscheinlich sinnvoll gewesen, sinnvoller gewesen. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall gucken wir mal. Sie finden schon etwas. 23 Leute. Das ist schon krass. So, wie sind das jetzt eigentlich hier mit den Kindern? Ich bin mir immer noch fasziniert davon, dass die Kinder jetzt gar nicht im Kinderheim angekommen sind, obwohl ich denen das gegeben habe. Das ist ein Zelt. Wo ist es da? Da ist das Kinderheim. Da ist kein Kind drin. Super. Oder sie sind mittlerweile alle erwachsen geworden. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich auch möglich. So, Kohle haben wir jetzt zumindest kein größeres Problem mehr. Das ist schon mal ganz gut. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ach, guck mal. Da haben wir jetzt den Kohlehaufen. Ah, sehr schön. Und guck mal, die Sammelstelle baut das auch gleich mit ab. Das ist doch traumhaft hier. Das heißt, wenn ich die Sammelstelle habe, kann ich hier den Stahl und das Holz alles einsammeln. Das ist gut. So, was haben wir jetzt hier? Heizprotest. Eiskalte Unterkünfte. Captain, die Leute haben sich versammelt und protestieren gegen die Kälte in ihren Unterkünften. Sie sind wütend, weil sie dieses Problem anscheinend ignorieren, trotz des Risikos, dass die Kälte für ihre Gesundheit darstellt. Sie wollen, dass sie etwas unternehmen. Gehe innerhalb von 24 Stunden mit dem Beheizen von 9 kalten Unterkünften und heize sie 3 Tage lang. Das jetzt natürlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, die Heizstufe, dass wir die höher drehen können. Ich weiß nicht, ob das reicht zeitlich. Beheizen von 4 kalten Unterkünften. Kann man ja, wir versuchen es. 24 Stunden. Ja, es muss laufen. Da. Das muss sein. So, pass auf, wir können ja mal... Achso, wir können Overdrive machen. Wir machen mal Overdrive. Das
Das heißt, wir haben jetzt hier... Läuft jetzt unter Volllast. Boah, die sind bei denen ist jetzt komfortabel sogar. Aha, hier ist jetzt kühl. Habe ich damit jetzt das ganze Stelle mindestens erträgliche Lebensbedingungen in Unterkünften sicher? Eidewitzka, so ist das. Das reicht nicht. Okay. Das reicht nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt gleich hier bei der Forschung, hoffentlich. Das wird knapp. Das könnte knapp werden. Na, wer weiß, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel vielleicht. Vielleicht wollte ich jetzt ein bisschen zu viel. Ich weiß es nicht. So. Sägewerk, Stahlwerk ist fertig. Ach, sehr gut. Außer Betrieb macht nichts. Sammelstelle macht auch nichts. Lassen wir es nochmal ein bisschen schneller laufen hier. So, die Späher sind hier angekommen. Brücke nach Winter. So. Auf einem Messingschild am Brückenturm steht, erbaut von den Einwohnern Winterheims im Jahre 1887 nach Christus. Die Brücke wird von einem funktionierenden Automaton komplett schneefrei gehalten. Ein Automaton. Was haben wir hier? Noch funktionstüchtig. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführte, und den Automaton, der auf ihr Schnee schippte, um die Route freizuhalten. Wir hatten die Wahl, diesen entweder zurück zu unserer Stadt zu schicken oder ihn für Rohstoffe auseinanderzunehmen. Ja, ich komme her. Das ist ja. Das muss was Gutes sein. Den schicken wir mal zur Stadt. Das ist ein Hilfsmittel, das ist doch super. Wir haben den Automaton umprogrammiert und auf den Weg geschickt. Während er weit entfernt verschwand, lagerten sich die ersten Schneewehen auf der Brücke ab. Klar, logisch. Jetzt haben wir hier eine Wetterwarte und ein großer Konvoi. Jetzt bin ich natürlich Konvoi oder... Konvoi oder... Zurück. Komm her, warte, wir holen jetzt mal den großen Konvoi ab. Großer Konvoi ist immer gut. Großer Konvoi heißt mehr Leute. Und der Automaton, das ist ein geiler Name, by the way. Automaton, das ist der Automaton. So, was haben wir hier? Die Suche nach anderen Städten. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind, aber auch Fragen aufgeworfen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automaton nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Haha, es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung, aber die Leute bekommen Angst. Das werden wir in Winterheim herausfinden. Das werden wir definitiv wohl herausfinden. Davon gehe ich aus. So, jetzt lassen wir mal die Nacht schnell verstreichen. Sind schon wieder richtig viele Leute krank. Das ist schon hart. Ich muss definitiv an der Sanitätsfürsorge arbeiten. Und ich muss mehr Dinge hier bereitstellen. Wahrscheinlich könnte ich noch eine weitere... Ist nicht noch eine weitere Sanitätsstation? Ah, wobei, ich warte erstmal da gerade. Jetzt gleich gibt es erstmal noch ein bisschen Forschung. Es wird auch bald wieder kalt. Jetzt noch Halbzeit hier. Jetzt müssen wir warten. Gleich kann ich noch forschen. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch rechtzeitig. Die nächste Generatorenstufe zu erreichen, das wäre doch jetzt gleich. Das wäre doch gleich ein echtes Highlight. 98, 99. Und. Komm schon! Achso. Das geht ja nicht, wenn ich im Technologie bin. So, gleich direkt, zack, gar nichts anbrennen lassen. So, nee, Generator Reichweite. Oh nein, verdammt. Das gibt's doch nicht. Ich habe keinen Stahl. Scheiße.
Das gibt's doch nicht. So, pass auf. Aber wir haben hier irgendwo Kohle. Komm, wir machen keine hier. Und maximal hier. 4 pro Stunde. Du kriegst die Tür nicht zu. Na dann. Beeilen wir uns mal. Ich hab's. Wird knapp. Nehmen wir jetzt die Generatorleistung. Oh, das Ding braucht 8 Stunden zum Bauen. Oh. Möglich die Erhöhung der Temperatur in allen. Wir machen mal doppelte Reichweite. Reichweite machen. So, das passt schon. Und. Dann haben wir denn noch Zeit? Restliche Zeit, 5 Stunden. Nein, das reicht nicht. Ärgerlich. Das ist ärgerlich. Na gut, damit beschäftigen wir uns gleich. Jetzt haben wir erstmal die, den großen Konvoi erreicht. Wir sind heute richtig, richtig gut unterwegs hier. Ne? So richtig viel Speer-Action. Dieser Konvoi transportiert Arbeiter, die sich in einem Schneesturm verirrt haben. Sie sind geschwächt und haben keine Vorräte dabei. Wir sollten uns ihre Geschichte anhören und sie zu unserer Stadt eskortieren. Aber auf jeden Fall. So, Arbeiter, die Teil dieses Konvois waren, erzählten uns, dass sie auf dem Weg nach Winterheim waren. Wir sollten dem Signal der Signalstation folgen, konnten es aber nicht erfassen. Wir versuchten, den Suchradius zu erweitern. Allerdings ging uns der Treibstoff aus. Wir werden die Überlebenden zur Stadt eskortieren. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und danach geht es hier zur Wetterwarte. Dass wir das jetzt aber mit der Forschung nicht schaffen, ne, das ärgert mich. Das ärgert mich ein bisschen. Tatsächlich. So, aber wir können mal hier. Pass auf, das machen wir mal so und die stellen wir mal alle komplett hier ein, damit wir die Kohle hier mal leer kriegen, das Ganze. Und, achso, da kommen ja jetzt gleich noch weitere Einwohner dazu. Gucken wir mal, da müsste ich dann mal gucken. Da müsste ich wahrscheinlich gleich doch nochmal die etwas beheiztere bekommen. Ja, schade. Captain, einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der steigenden Anzahl der unbehandelten Krankheiten. Ich werde eine neue Sanitätsstation eröffnen. Auf jeden Fall. Schade, wir haben es mit den erträglichen Lebensbedingungen leider nicht geschafft. Das ärgert mich tatsächlich ungemein, muss ich ehrlich sagen. Das hatte ich mir anders erhofft. So, aber wir bauen jetzt mal hier. Jetzt habe ich hier eine Lücke. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Lücke machen soll. Aber okay, passt schon. Wird schon irgendwie. Straßen über Straßen. Kann man auch wieder abreißen. Ja, jetzt gibt es gleich erstmal ordentlich. Jetzt gibt es gleich richtig Boomern hier. Das ist ziemlich doof. Das ist ziemlich doof. Versprechen gebrochen. Ja, ich habe es. Oh, richtig. So richtig runter. Fies. Richtig fies. Na gut. So, die Jäger schwärmen wieder aus. Ich hoffe, ich kriege das hin. Was dann. Also, es ist wirklich nicht leicht, ne? Also, das Spiel. Das ist. Man muss da wirklich schon. Man muss da tatsächlich richtig taktieren, ne? Also anders kann man es gar nicht sagen. Also es ist wirklich, man muss schon so ein bisschen abwiegen, was ist jetzt gerade in dem Moment wichtig oder wichtiger, sagen wir es mal so. Und das ist schon von der Abschätzung her nicht so leicht, muss man dann sagen. Also ich finde es schon, aber es ist cool, es macht Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde, auch wenn man jetzt quasi die ganze Zeit nur auf diesen komischen Generator, das hat schon so eine mystische Anziehungskraft, so rum heißt es, kann man dann so
Man hat regelrecht angezogen. Oh, oh je. und ich finde es schon. Ich finde es echt gut. So, in 7 Stunden kommt dann der Rest dazu. Dann können wir auch gleich die Generator-Power hochschrauben. Und. Warte mal, wir haben jetzt das hier. Da ist das. Achso, Kohle haben wir dann hier. Das heißt. Rohstoff, brauchen wir noch ein Rohstoffdepot? Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich brauchen wir gleich Nahrung. Ne? Da können wir dann mal, da forsche ich dann gleich mal die Baracke wahrscheinlich. Und ja, na, gucken wir mal. Machen. Kriegen wir schon. So, Stahl brauchen wir momentan nämlich nicht. Aber Lagerkapazität erreicht. Achso, guck mal, wir können nämlich hier. So. So. 40%, da kommen jetzt gleich Arbeiter. In 3 Stunden haben wir mehr Arbeiter. Dann wird es kalt. Richtig kalt. Das wird dann mit der Generatorstufe tatsächlich auch Zeit. Dass da mal wer ankommt. Genug Nahrung, das gibt es ja nicht. Ich habe genug Mahlzeiten. Essensrationen für 2 Tage. Das ist purer Luxus. Absoluter purer Luxus hier. 30 Minuten. Und dann kommt hier. Ressourcen ohne Ende. Generatorreichweite erforschen. Guck mal. Die Späher sind sicher in der Stadt zurückgekehrt. Super gut. Voll. Voll. Alles voll. So, pass auf. Dann können wir jetzt mal die Ingenieure abziehen und die Arbeiter hinschicken. Und den Generator auf Stufe. Achso. Mai einstellen. So, guck mal. Das ist doch gut. Erträgliche Temperatur in der 2. Ebene. So, das ist das. Dann brauchen wir mehr Speer. Nee, Rohstoffdepot. Nee. Hier, das, die Baracke. Ich wollte die Baracke heute bauen. Brauche ich dann zum Bauen eine Unterkunft für 10 Personen. Achso, ja, doch, waren vorher auch 10 Personen. Ja, von passt schon. Dann passt das schon. Holzkohlemeiler. Meiler erzeugt enorme Hitze und verkohlt bis zu 70 Holz pro Standardarbeitstag. Achso, erzeugt Hitze und verkohlt auch noch. Und liefert Kohle. Das ist ja geil. Das ist ja echt gut. Da bin ich ja jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ne? Das könnte ja... Könnte ja tatsächlich sogar ganz gut sein. Hm. Aber ich glaube... Können wir erstmal noch andere Sachen. Rohstoffe, Gesundheit. Ah, ich bin hin. Ah, ich weiß nicht. Da brauchen wir dann wieder Stahl für. Aber ich mache jetzt erstmal hier. Das sind in Stunden Forschungszeit. Aber ich mach das. Ich bin jetzt neugierig. Ich mach das jetzt. Ich baue jetzt so ein. Baue das jetzt. Fertig. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller jetzt etwas anderes gewesen, aber ist egal. So, warten auf weiteres. Wir gucken jetzt mal einfach erstmal, was hier in der Wetterwarte. 1 Tag und 22 Stunden. Oh Gottes Willen. Das ist ja hier. Crazy. Ja gut, dann gehen wir erstmal in die Sternwarte. So. Wir gucken erstmal da, das ist dichter dran. So, sehr schön. So, die Sammelstelle hat 10 Arbeiter hier. Das läuft. Passt. Und dann kann ich hier jetzt auch die Sanitäter füllen hier. So. 21 Leute sind obdachlos. Oh, ja, warte mal.
Das kriegen wir hin. Ah, jetzt wird es dann wieder kalt. Ja, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht leicht. Na gut. So. Zack, machen wir das so. Dann haben wir hier Häuser gebaut. Und den hätte ich doch... Ich hätte doch die Baracken nehmen sollen, ne? Ah, da. Das... Naja, gut. Ach so, weil die Lagerkapazität. Ja, wir können gerne herstellen, weil sie sind voll. Alle voll ausgelastet. So, Stahl. Ach so, da guck mal, dann können wir jetzt hier. Haben wir Holz. Hier schicken wir mal 5 Leute zum Stahl machen. Das ist okay. 2 pro Stunde. Ja, kann ich mitleben. Da kann ich definitiv mitleben. Und dann müsste ich mal, wenn ich dann Stahl habe, kann ich. Dinge erforschen. Das ist gut. Wenn dann morgen. Also am nächsten Tag. So. Ah, guck mal. Das Automaton ist da. Ich wette, der hilft mir bestimmt gut weiter. Sehr schön. Automatone. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich neugierig bin. Automatone. Automatone können ganze Mannschaften an den meisten Arbeitsplätzen ersetzen. Sie werden in der Fabrik produziert und arbeiten 24 Stunden am Tag. Ihre ursprüngliche Effizienz liegt bei 60%, kann aber durch das Erforschen von Verbesserungen weiter gesteigert werden. Ein Automaton tankt sich 2-mal am Tag am Generator oder Dampfzentrum von selbst auf, ohne dass dies seine Operation beeinträchtigt. Okay. Alles klar, das heißt, den kann ich dann jetzt hier volle Kanne einsetzen. So, unser erster Automaton ist voll funktionsfähig. Dies wird unserer Wirtschaft sehr helfen. Automatone können manuell arbeitende Mannschaften ersetzen. Sie operieren rund um die Uhr und benötigen kurze Pausen, um via Generator... Ja, okay. Das kriegen wir hin, das haben wir ja gerade schon gehört. Automaten sind wirklich wahre Wunderwerke, oder? Wie hast du dieses Ding genannt? Automaton? Ja. Genau. Genau so. Das heißt also, ich kann hier tatsächlich... kann ich die noch hier hinsetzen? Tatsächlich. Ich kann das Automaton hier zum Sammeln einsetzen. Mega gut. Wobei tatsächlich, dass er doch relativ dicht dran ist. Ja, komm, machen wir mal. The Blue Lowlander. Das Ding sieht schon geil aus. Mega gut. Warte mal, das muss ich mir mal angucken. Den muss ich mir... Es gibt tatsächlich hier einen Fotomodus. Guck mal, kann ich mir hier das Ding mal so angucken? Kann ich auch glaube ich, noch dichter ranzoomen in die Stadt rein. Guck mal, kann ich mir hier das Automaton angucken? Sieht das denn aus? Mega gut. So. Und da kann ich jetzt ein Foto schießen. Das mache ich. Guck mal, da kann ich hier. Das ist ein fettes Foto. Oh, Foto wurde gespeichert. Sehr gut. Okay, gut. Na dann haben wir das Foto jetzt gespeichert. Super gut. Mega gut. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich das... Die anderen sind jetzt hier außen vor. Und das Ding stellt sich jetzt hier hin und macht. Wie ist das denn? Ach so, eigentlich wollte ich ja aber hier hin sammeln. So rum wollte ich das... So rum wollte ich das eigentlich machen. So, das steht jetzt hier rum.
und tut jetzt Dinge. Wie geil ist das denn? Ja, der Hammer. Mega stark. Das ist ja cool. Und das Ding ackert jetzt und baut ab. Einfach so. Die ganze Zeit. Hier Kohle. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das hat sich definitiv gelohnt. Naja, dann gucken wir mal. Bin gespannt. Wir haben jetzt hier auch noch ein bisschen Forschung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel Kohle wir da jetzt eintragen hier. Finde ich nicht genug. 4,8 pro Stunde reicht nicht bei einem Verbrauch von 6 pro Stunde. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt, wo es kalt wird, müssen wir tatsächlich die Leute nochmal rausjagen hier. Zack. Das hilft ja nichts. Ich fürchte, die neuen helfen da nicht. Auch wenn wir das Automaton jetzt hier haben, was ziemlich cool ist, das hilft uns an der Stelle nicht ganz weiter. Aber okay. Hey. Es ist wieder etwas kälter geworden. Wir haben 34 Patienten in Behandlung. Es wird dringend Zeit, dass wir da irgendwas haben. So, wie sind das jetzt eigentlich von der Behaglichkeit hier? Zelten ist es kühl. Es geht. Es ist okay. So, was brauchen wir jetzt gerade hier? Wärmezonenbereich. Kohleverbrauch 12 Kohle pro Stunde. Ja, jetzt wusste es doch. 12 Kohle pro Stunde. Da müssen wir mehr haben. So. Sehr schön. Aber Lagerkapazität ist fast erreicht. Ja. Bei einigen Dingen definitiv. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr hilfreich, dieses Automaton hier zu haben. Achso, hier Statistik. Genau, hier war das da. Kohlehaufen. Wir haben Kohlehaufen A, Kohlehaufen B und ein Automaton. Wir sammeln Kohle gewinnen. 422 pro Tag. Und okay, das heißt theoretisch hätten wir das gerade gar nicht. Ich hätte die hier. Doch, die hätte ich schon, aber die anderen hätte ich nicht. Ja, das passt schon. Ey, ist schon okay. Das ist schon in Ordnung so. Holz. Okay, Stahl auch. Passt auch. Nahrung. 160 am Tag brauchen. Aber. Weiß, aber ist. Weil aber ist auf jeden Fall eine schwedische Popband, die wir nicht mehr haben. Oh, was kommt hier? Ein Event. Mann aus Winterheim. Wir haben am Rande unserer Stadt einen erschöpften Mann gefunden. Er sagt, er komme aus Winterheim, einer Siedlung ganz in der Nähe. Und dass er der letzte Überlebende sei. Winterheim ist tot. Alle sind tot. Es gibt in diesem verfluchten Ödland keine Hoffnung zu überleben. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. Ihr müsst fliehen. Das waren seine letzten Worte. Wir sind also allein. Ein Einwohner sind gestorben. Wir sind allein. Die Neuigkeiten haben alle in der Stadt schockiert. Hier sollten viele Siedlungen und Bautrupps sein. Menschen, die ein normales Leben führen, in von Generatoren beheizten Häusern führen. Aber wir sind allein. Die Hoffnung sinkt. Das ist natürlich. Oh, jetzt gibt es hier so einen richtigen Mob. Schrecklich, all diese armen Menschen, wir dürfen nicht wie sie enden. Ah, wir müssen uns und unsere Kinder retten, wir müssen zurückgehen. Ah, wir sollten zurückgehen. Ah, Hilfe, Hilfe. Ah, nein. Ah. Oha. Sie sind alle tot. Wie sollen wir ohne jede Hilfe überleben? Wir müssen zurück nach London. In dieser Eiswüste gibt es keine Hoffnung für uns. Die Einwohner beginnen sich zu versammeln, als sich das Schicksal Winterheims in der Stadt herumspricht. Einige wollen alles stehen und liegen lassen und nach London fliehen. Panik breitet sich aus. Ich muss ihnen ein Ziel geben. Okay. Die Leute sind aufgewühlt. Angst und Zweifel quälen sie. Sie haben die Hoffnung auf unser Überleben verloren. Die Verzweiflung könnte sie schnell zu leichtsinnigen Taten verleiten. Du musst sie durch eine gemeinsame Zukunftsvision vereinen. Entscheide jetzt, was ihnen ein Ziel geben und die Hoffnung wiederherstellen kann. Sonst herrschen in unserer Stadt bald dieselben chaotischen Zustände, die auch Winterheim vernichtet haben.
Ordnung oder Glaube und spirituelle Kraft? Ich muss tatsächlich sagen, Ordnung und Disziplin ist irgendwie mehr so mein Ding. Ich habe es nicht so mit der Spiritualität, deswegen werden wir uns hier für den Ordnungsweg entscheiden. Wir haben jetzt hier ein neues Zweck. Wir müssen mobil machen und zusammenstehen, um Einwohnern in Not zu helfen und sie vor Unruhestiftern zu schützen. Nach Einführung dieses Gesetzes, neues Gebäude, Wachturm. Wachtürme steigern die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Du musst 2 Wachtürme bauen. Okay. Machen wir. Baue und bemanne 2 Wachtürme. So, ein Freiwilligenverband wäre mir lieber, aber ich bin froh, dass wir sie haben. Gut, wir brauchen jemanden, der den Frieden wahrt und nach Ärger ausschaut. Oh, was haben wir hier? Der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leiche kümmern. Wir müssen noch leider ein bisschen warten. Wir müssen dann gucken, dass wir einen Friedhof bauen, weil tatsächlich... Ich werde jetzt hier nicht... Wir sind eine sehr humane Gesellschaft hier. Also, definitiv. So, gut. Also wir haben viel erlebt diesmal tatsächlich. Ganz, ganz viele Dinge, die hier passiert sind dieses Mal. Und 0%? Warum? So, weil wir keine Hoffnung mehr haben. Der Fall von Winter. Jetzt haben wir hier, einige wollen gehen. Sir, sie haben die Mehrheit der Einwohner überzeugt, aber die Hoffnung ist gering. Manche sind immer noch so verängstigt, dass sie nach London fliegen wollen. Sie drohen damit, in 15 Tagen zu gehen. Ihr sagt, Ordnung rettet uns. Blödsinn. Werden wir etwa ganz geordnet entscheiden, wer zuerst gegessen wird, wenn wir mal verhungern sind? Wenn wir nicht versuchen, nach London zu kommen, enden wir wie Winterheim. Macht, was ihr wollt, wir gehen. Beruhigt euch, wir werden nicht sterben. Ja. So, die Einwohner sind geteilter Meinung. Sie wollen in 15 Tagen nach London fliehen. Ja, erhalte den Frieden. Ich würde sagen, die Londoner. Sie wollen alle nach London. Tja. Guck mal, irgendwo müssen wir jetzt hier Ordnung einen Wachturm bauen. Wie groß ist der denn? Ach Gott, der ist groß. Der ist groß, der Wachturm. Da gucken wir mal. Da muss ich mal gucken. Das hilft auf jeden Fall, um die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Jetzt müssen wir mal gucken hier, wenn wir die Forschung haben, dass wir die Baracken... Ich muss mal gucken, wie groß die Baracken sind. Ihr merkt auch schon, es dauert länger. Es ist auch gerade einfach so faszinierend. Wir schmeißen jetzt noch die nächste Forschung an. Und zwar die Baracke. So, das ist jetzt das nächste. Und dann gibt es auch Nahrung und alles und sowieso und überhaupt... ganz, ganz viele Dinge zu tun. Wir müssen auch das machen. Wir müssen die Londoner vom Gehen aufhalten. Oh Gottes Willen, es wird ganz, ganz massivst viel passieren. Und unsere Späher sind auch wo angekommen. Also es gibt Events, es gibt ganz viele Sachen. Und ich bin mir sicher, ihr seid auch ganz neugierig und gespannt, ob wir es schaffen, die Londoner vom Gehen abzuhalten. 16 Leute in 15 Tagen davon abzuhalten zu gehen. Ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Und wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, geil, cool, angezockt, geiles Feature, mega fett, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, dann seht ihr noch mehr angezockt und mehr Let's Plays und alles sowieso überhaupt. Und dann sehen wir uns wieder hier bei Angezockt Frostpunk. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Simme, vielen Dank fürs Einschalten und stay tuned. Ciao.